Provokante Texte und Gangstergebaren sind die herausragendsten Merkmale des Rappers Jackpot. An sich nichts Besonderes, wäre der 18-Jährige nach Recherchen der Münchner Abendzeitung nicht der Sohn des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann. Dieser gilt als konservativ, sprach sich bereits mehrmals gegen Komasaufen und Killerspiele aus. Zeilen wie »Ich ficke Bräute aus der Unterschicht, besoffen in der Klasse und boykottiere den Unterricht« lassen nun vermuten, dass Herrmann bei der Erziehung seines Sohnes keine so hohen Standards wie in seiner politischen Karriere angesetzt hat. Die Abendzeitung entdeckte jedoch auffällig viele religiöse Anspielungen in den Reimen. Sie schreibt dies der katholischen Erziehung Herrmanns zu. Feuer, was ich mache.